Achso, das heißt jetzt gar nicht gespeichert. Ah, ich kann es, während es sich entwickelt oder während es was auch immer wird. Ach komm schon. Ich hab noch gar nicht bewegt jetzt. Ich bin so schlecht. Es tut mir so leid, liebe Zuschauer. Zuschauer. Alle meine Klicks sind von mir selbst mit dem Zweitkanal. Ich geb's zu. Ja, du Zuschauer, der hier zuschaut. Du bist eigentlich ich. Nee, aber ich hab, was mich selbst überrascht hat, ich hab ja echt keine Klicks eigentlich, wenn man das mit egal was vergleicht. Okay, ist hier überhaupt was? Hier ist gar nichts. Ist das jetzt Verarsche? Ist hier eine Schnauze? Nein, hier ist überhaupt nichts. Hier ist wirklich überhaupt gar nichts. Hier? Ist hier eine... Aha! Warte. Was? Ah, ist ja geil. Ist ja richtig geil. Okay, wir sehen also, wenn wir klein sind, auch Steine, die nicht da sind, nicht. Ich gebe zu, das war jetzt einfach nur mega Glück, dass ich mich gerade geschrumpft habe. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist hier schon wieder so eine Flasche? Und Goldzähne. Nom, 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 nom. Aus den saftigen Mündern alter Männer aus guter Zucht. Wo geht's zurück da? Ist hier noch? Nein. Doch, hier ist was, oder? Nö. Weg! Oh, saftige alte Männermünder. Da wachsen gute Zähne. Ich bin so krank. Ich sollte dringend zu einem Arzt. Und wenn ich jetzt... Hier ist dann aber nichts, ne? Ich kann so nicht mal springen. Was ist da? Hier war auch gerade was. Das war jetzt irgendwie nicht so mit dem Totenkopf. Oh nein. Damn it! Das hätte so einfach sein können. Oh, fu. Oh, das war knapp. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay, das wird es euch mehr wehtun als mir. Anger! Ong. Scheiß Parisisch. Engard. Engard? Engard? Engard. Engard! Scheiß Pariser Kack. Ich bin zahnsüchtig, ich gebe es zu. Ich brauch das hier. Ich hab mir ein Let's Play von einem anderen, das auch Let's Played hat. Ich hab mir nicht gespoilert. Der Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe-Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Was heißt hier, das passt nicht? Das ist mein beficktes Wunderland. Ich sollte aufhören, so viel zu fluchen. Nein! Oh, Barney, dammit. Hier kommt übrigens meine Schleim nicht. Was ist da hinten? Sind die. Okay, die sind nicht mehr da, also müssen wir da nicht nochmal hin. Wenigstens. Was wollte ich erzählen? Oh shit! Das Wunderland bröckelt ein bisschen, glaube ich. Ich wollte irgendwas erzählen. Was ist das? Es lädt, okay. Warte, was war das? Was sollte jetzt diese Ladeeinblendung hier? Ich wollte irgendwas erzählen. Ich erinnere mich nicht mehr was. Und später werde ich mir das Video angucken und dann, oh, das war so wichtig. Aber es ist mir nicht mehr eingefallen. Das tat weh. Ach, genau, ich habe bei einem anderen Player das angeguckt.
Und der hat nie die Zähne alle eingesammelt. Der hat die immer gesehen und dann war es immer zu gefährlich, die einzusammeln. Und ich habe gesagt, nein, das kann man doch nicht machen hier. Die Zähne, Mann, die Zähne. Also ich würde so gerne diese Köpfe einsammeln. Ich dachte, es wären Masken, aber es sind Köpfe tatsächlich. Da ist das Nest. Destroy it. It's evil. And the peppermill is out of ammo. Die haben hier immer diesen Treibstoffabgas-Dings hinten raus. Hola Jan, lies diese Zeilen, als hing dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Begegnung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können dann die Hauerchen gut gebrauchen. Und, okay. Also wir können... wir können das tatsächlich hier... Wenn du genug Zähne für ein Upgrade hast, nehme ich sie an und verbessere deine Waffe. Möchtest du ein Upgrade für die Warpark-Klinge oder die Pfeffermühle? Das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns gut leisten. Also, ich kann mir nicht entscheiden. Ich gucke gerade auf die Uhr. Oh. Ja, nehmen wir die Warpark-Klinge. Gib mir 150 Zähne für die für das Warpark-Klingen-Update. Möchtest du das ab? Ja, ich möchte das Upgrade machen. Und sie sieht genau gleich aus. Yes. Okay, beenden. Also wir kriegen anscheinend noch zwei weitere Waffen. Da waren noch zwei Karten. Okay, ich hab nichts dagegen. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Okay, der Hutmacher. Okay. Jetzt ist die Warpark-Klinge nicht mehr nur blau, sondern auch ein bisschen Gold oder so. Ja, Orange. Wie komme ich da hoch? Trenntal-Spiegelbahn. Trenntal-Spiegelbahn, ja. Hier sind noch Schneckenhäuser. Oh, warte, Moment. Ja, da. Ein neuer Kombo, das ist ja auch mal schön. Okay, der gefällt mir. Der ist schon besser als der alte. Warum zuckt es hier gerade so übel? Hier komme ich damit hoch, oder? Nein, es ist nichts. Ich dachte gerade. Hab Vertrauen in dir, lass dich fallen. Nein, Dad, nein. Indiana Jones ist toll. Ich sollte aufhören, so übel abzuschweifen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Kann ich den Pilz kaputt machen? Nein? Nee, okay. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Kann ich hier irgendwie über... Ja, okay, wegen 13. Ich habe jetzt keine Ahnung, das Let's Play geht jetzt sowieso, also die Session hier geht sowieso schon viel zu lang. Ich hoffe ja immer, dass es so eine halbe, eine Dreiviertel oder eine ganze Stunde wird, dass ich immer in Viertelstunden einteilen kann. Weil manchmal habe ich das auch richtig hässlich und habe dann so richtig schlechte... Oh mein, da war es schon wieder dieses Ding. Das ist diese... Aus dem zweiten Teil Chuck die Mörderpuppe und da ist so eine Nacktschnecke drin. Okay. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich wusste total, dass das passieren würde, okay? Okay, ich glaube, ich habe mich vollgepinkelt. Moment. Nein. Alles gut. Was wollte ich erzählen? Oh, Kacke! Ich suche mir einen anderen Weg. Das ist überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall, manchmal habe ich nämlich so richtig Pech und bei den Schnitten kommen dann Teile raus, die zu lang sind, die einfach viel zu lang sind. Die man weder richtig... Wow. Okay. Ist knapp. Die Teile kann man dann weder richtig splitten, noch als ganzes LP hochladen, weil es einfach viel zu lang ist. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade ein bisschen leckt. Bam. Oh, shit. Was? Geschirrer. Ach so, Geschirrer. Hey, die haben hier so Porzellanrüstung. Oh, da fetzt... Das fetzt den Kopf weg.
Oh Gott, ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel so derbe. Okay, Der hat ein Schild. Alice kann feindlichen Attacken ausweichen. Ja, das wussten wir schon. Okay, wahrscheinlich muss ich da. Ah. Okay, das war praktisch. Kann ich die Gabel nehmen? Nein, okay. Die Musik ist cool. Wow. Habitze, garstige Habitze. Okay, wie ich einfach nichts treffe, ist echt... Ich glaube, ich mache gar nicht erst die Mühe und werde die Pfeffermühle auf. Ah, so. Also, wie ich vorhin schon gesagt, bei dem hohlen Jan, bei dem Händler-Totenkopf-Ding, unserem Anhängsel hier hinten, irgendwie voll krank, können wir auf jeden Fall, wie es aussieht, noch zwei weitere Waffen später haben. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch einen. Moment. Okay, warte. Der ging in die Eier. Ach nee, wir sind Mädchen. Pech für dich. Okay, wir müssen warten, bis das sich aufmacht. Und dann... Ich gebe es ehrlich zu. Jo. Immer wenn ich die mit dem Schild töte, das war reines Glück. Wir können dann, also was ich sagen wollte, wir können anscheinend später noch zwei weitere Waffen kaufen. Und ich kann mir schon so ungefähr denken, was das ist. Nämlich, ich nehme an, ach, hier ist so eine Schrumpfblume. Nämlich einerseits eine schwere Waffe und ich denke nochmal eine Fernkampfwaffe. Weil wir haben die Warpa-Klinge als leichte Waffe. Und eine Fernkampfwaffe, die Pfeffermühle ist ja auch eher leicht, deswegen denke ich, da kommt noch was. Okay, soll ich mal reichen? Zähne kriegen wir auch noch. Die Blumen heilen uns üb. Ah, hier sind wir noch mehr gewesen. Was ist hier? Ha, krank. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist echt cool. Und, da unten. Da ist die Maus unten im Bild. Die rote, unten rechts hier im Bild. Das stört mich jetzt total hier. Hier kommen jetzt voll meine Neurosen raus. Vielen Dank, Spiel. Vielen Dank für diesen Bug. Dankeschön. Okay. Verirrt und kein Schimmer. Wohin? Versuch es mit Schrumpfen, wenn du Pfeilchen siehst. Ach so. Ah, okay. Pfeilchen sind auch ein Hinweis, dass wir uns auf jeden Fall schrumpfen sollten. Ah, und hier ist schon wieder so ein... Haha, ihr könnt mir nichts tun, solange ich klein bin. Schon wieder so ein Stein. Nochmal eine Flasche ist hier. So, was kann ich nicht kaputt machen. Nicht über die Kante. Oh, das war knapp. Das war knapp. Also, ist hier jetzt... Mit dem Schrumpfschlüssel kann man gut versteckte Plattformen und Schlüssellöcher finden. Ah, okay, gut. Ich hatte jetzt schon Angst, wenn ich nicht mehr geschrumpft bin, werden die... Genau weg. So könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Okay, ich weiß nicht, wer Mr. Cook ist, aber Charles Dickens vertraue ich natürlich auch. Schnauzen sind echt praktisch. Es ist da unten wieder die Maus. Ich werde hier noch wahnsinnig. Okay, ich nehme an, dass es da nicht weitergeht. Ja, wir müssen dahin. Jetzt kommen wir anscheinend erstmal zum verrückten Hutmacher. Also, nach der Grinsekasse ist der verrückte Hutmacher echt mein absoluter... Ah, hier so ein herzloses Körbchen. Ist der verrückte Mann ein absoluter Lieblingscharakter nach der Grinsekasse. Und ich hoffe, den haben sie gut umgesetzt.
Ich finde das immer total traurig, wenn in Filmen oder Spielen der Lieblingscharakter von einem richtig schlecht gemacht worden ist. Deswegen, Ja. In welchem Film hat mich das so getroffen? Ich weiß gar nicht mehr in welchem. In irgendeinem Film, da war mein Lieblingscharakter, also nur Nebencharakter, aber richtig schlecht umgesetzt. Das hat mich richtig, richtig übel getroffen. Ah, dieser helle Sound nebenher, der war schon seltsam. So. Hatter Industries, das ist ja auch mal schön. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir noch mit der Seilbahn sonst wohin. Und ich bin voll Golden Oak und bis zum nächsten Mal. Die Domäne des Hutmachers. Oder wir gucken uns das noch kurz an. Das gucken. Okay. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Dr. Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr über anders als du. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen gut und böse? Machst du dir Freunde, Alice? Du bist so zufällig todbringend und gänzlich verwirrt wie immer. Ich bin bis jetzt auch ohne dich zurechtgekommen, Katze. Troll dich in deine armselige Hütte. Ich rufe dich, falls ich dich brauche. Unüberlegt wie üblich. Es geht nicht um Fall. Es geht um Wann. Und nun halte ein und den Mund, wie zu sagen. Typisch. Okay. So. So funktioniert meine Seilbahn bei mir im Zimmer auch. Die Köpfe von Schraubellen schimmern, bevor sie angreifen. Weiche hinaus. Oh, das ist jetzt praktisch zu wissen. Jede Erinnerung sammeln wir jetzt, das hatten wir schon. Schleichender Verfall kennt die Verteidigung. Oh. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. So, und wie wir sehen, hat sich die Dame umgezogen. Luftströme können durch Ventile aktiviert werden. Sie kann sich drehen. Leertaste, um rauszukommen. Gut, aber wie gesagt, ich würde jetzt hier die Session unterbrechen und das Kleid gefällt mir. Ich mag Cross. Nee, ehrlich, ich würde sagen, ich mache ja an der Stelle Schluss und ich bin voll gegangen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.